Kulmination des Gewitters, der lebende Sturm, die Bringer der Vergeltung. Die Namen, unter denen die Stormcast Eternals bekannt sind, sind zahlreich. Und zahlreich sind auch die Krieger in ihren Reihen. Doch sie tragen eine einzige donnernde Nachricht auf den Winden des Krieges. Tod allen, die sich Sigmar widersetzen. Zu lange haben die Reiche der Sterblichen unter dem Joch des Chaos gelitten. Außer denen in Azur wurden jeder Nation verheert, jede Stadt belagert und jede Landschaft verdorben. Die Realität selbst steht am Rande des Abgrunds, nahezu von den Verdorbenheiten der dunklen Götter verschlungen. Seit Sigmars Sturm ausbrach, wurden die Diener des Chaos an 100 Fronten zurückgeworfen und die Saat neuer Zivilisationen in den zurückgewonnenen Landen ausgebracht. Die martialischen, für den Krieg gemachten Stormcast Eternals sind entsetzliche Gegner und bisweilen sind ihre Verbündeten durch das Ausmaß der von ihnen entfesselten Gewalt ebenso vom Donner gerührt wie ihre Feinde. Dies sind keine sterblichen Krieger, denn sie kämpfen und sterben ohne Unterbrechung und ihre Seelen wurden auf mystische Weise in Azur neu geschmiedet. Selbst im Tod finden sie keinen Frieden. Stattdessen werden sie zurück in die schlimmsten Höllenlandschaften geschickt, die man sich vorstellen kann, um wieder und wieder ihr Leben zu geben. Eine Zeit lang schien es, die endlose Flut der Dunkelheit könnte aufgehalten werden, und es gab jene unter den Free Peoples, die glaubten, die Stormcast Eternal repräsentieren ein Zeitalter der Hoffnung, das andauern sollte. Aber dann begann der ständige Kreislauf aus Tod und Neuschmiedung, Sigmars Auserwählten einen Tribut abzuverlangen. Die Stormcast Eternals sind sterbliche Helden, die den Schmieden Azurs in übernatürliche Krieger verwandelt wurden. Jeder die Verkörperung von Sigmars Sturm. Sie sind der gestaltgewordene Zorn des Gottkönigs und sie wurden für einen einzigen Zweck erschaffen. Krieg. Die Himmel brüllen und werden von sengenden Blitzen von oben aufgerissen. Mit einer Explosion und brummendem Donner manifestieren sich die Kräfte des Stormcast Eternals in der Realität und werfen sich in die Schlacht. Angetrieben von den magischen Sturm beginnen sie ihren Angriff, die Waffen umhüllt von zilistischer Energie. Rasiermesserscharfe Klingen heben sich und sausen herab, und schwere Hämmer werden in einem Ansturm geschwungen, der alles niedermacht. Ihre Wut ist der entfesselte Zorn der Himmel. Die Stormcast Eternals, die der Gottkönig ihrem vorherigen Leben enthoben hat, entstammen jeder Schicht der Gesellschaft. Hitzige Kriegerkönige kämpfen Schulter an Schulter mit stoischen Kastellanen und kriegslustigen Priestern, jeder handverlesen für die Unsterblichkeit, nach Gänger, denen die Armeen das Chaos alles gegeben hat. Im glorreichen Sigmaron werden diese Helden auf dem Amboss der Apotheose von den Energien Azurs auseinandergesprengt, um in einem Prozess, der Neuschmiedung heißt, neu geschaffen zu werden. Jene, die das überleben, lassen ihre frühere Inkarnation hinter sich. Auch wenn viele sich bemühen, sich an ihre frühere Identität zu klammern, werden sie alle zu Geschöpfen des Sturms. Sie sind groß und breitschultrig und sie sind in glänzenden Sigmarit gehüllt, ein Metall, das stärker ist als jeder Stahl. Die finster dreinblickenden, reglosen Masken, die ihr Gesichter verbergen, sind überall in den Reichen der Sterblichen gefürchtet, wie auch ihre mit Blitze aufgeladenen Waffen, Werkzeuge des Krieges, die die Knochen eines Uruks zu Brei verarbeiten können. Für die Sterblichen, die von den Sturmherren von Katastrophen bewahrt werden, sind sie die Racheengel eines zornigen Gottes. Jeder Stormcast Eternal kann sich gegen ein Dutzend geringerer Männer behaupten. Aber sie kämpfen nicht allein, sondern ziehen in dicht gedrängten Reihen der Infanterie, in Echelons schwerer Kavallerie, in geflügelten Heeren und schnellen Jagdgesellschaften in die Schlacht, die alle zusammenarbeiten, um den Feind den Untergang zu bringen. Weil sie von der Magie von Sigmars Sturm durchdrungen sind, können sie auf Blitzen aus zelistischer Kraft in die Realität übergehen. Sobald ein Stormcast Eternal in den anderen Reichen Form angenommen hat, kann er nicht wieder aufsteigen, bis er entweder durch ein Portal nach Azur geht oder in der Schlacht stirbt. Wenn ein solcher Krieger erschlagen wird, ist er nicht wirklich verloren. Sein Körper, seine Waffen und seine Rüstung lösen sich innerhalb eines Augenblicks auf und verwandeln sich in eine knisternde Energiewolke, die in einer verschwimmenden Bewegung nach oben schießt. Wenn dieser Seelenstoff Azur erreicht, kommt er zurück in Sigmars Gewölbe, wo er schließlich neu geschmiedet wird, sodass der Stormcast Eternal erneut lebt und direkt zurück in den Kampf geschickt werden kann. Der Prozess der Neuschmiedung ist extrem schmerzhaft, selbst wenn er nach Plan verläuft, aber das tut er nicht immer. Angesichts der vielen Gefahren, die die Reiche bedrohen, ist selten Zeit, um sicherzustellen, dass die Neuschmiedung jedes Stormcast reibungslos verläuft.
Die mystische Transformation ist unmöglich komplex und jene, die sich ihr unterziehen, verlieren dabei oft einen Teil ihrer selbst. Jedes Mal, wenn sie in Sigmas Schmiede zurückkehren, besteht die Chance, dass sie an Geist und Körper verändert daraus hervortreten. Das ist für die Stormcast Eternals überaus beunruhigend. Auch wenn nur wenige das offen zugeben, denn unter ihrer glänzenden Rüstung sind sie noch zum Teil menschlich, mit allen Hoffnungen, Ängsten und Ambitionen, die mit diesem Geburtsrecht einhergehen. Bei einigen sind die Veränderungen subtil, doch bei anderen treten ihre Schwächen an die Oberfläche. Viele Sturmheere, darunter die Celestial Vindicators, an erster Stelle, spüren das brennende Verlangen, sich an jenen zu rächen, die ihr Volk versklavten. Bei anderen knistern Blitze aus den Augen, wenn ihr Zorn geweckt wurde, oder Donner grollt in Worten. Manche fürchten, dass zu viele Male Neugeschmiedete zu werden bedeutet, zu einem der legendären Umgewandelten zu werden. Einem Krieger, der so verändert wurde, dass er eher einer Waffe als einem menschlichen Wesen gleicht. Manche fürchten, die Stormcast Eternals werden letztendlich ihre früheren Existenzen ganz aufgeben und zu Kreaturen aus zelestischer Energie werden, die zugleich mehr und viel weniger als Menschen sind. Sigmar Heldenhammer, der Herr der Stürme, ist der mächtigste der Götter der Menschheit. Er ist der große Vereiner der Gottkönige, der der große Allianz der Ordnung vorsaß. Sigmar herrscht über Azur, das Reich der Himmel, und er schuf die Sturmheere. Während der Katastrophe, die die Welt, die war, zerbrach, stürzte Sigmar in die Dunkelheit. Nur indem er sich in den letzten Überresten seiner Welt klammerte, dem metallenen Kern, der später Malus genannt wurde, entging er der Vernichtung. Sigmars Reise war lang und finster, aber gerade als seine geistige Gesundheit ihn zum Entgleiten begann, fand ihn Drakozion, der Große, Vater der Star Drakes. Zahlreiche Geschichten erzählen davon, wie Drakozion sich mit Sigmar anfreundete und Malus am Firmament über dem Reich der Himmel platzierte. Es war Drakozion, der Sigmar die 8 Reiche zeigte, und so begann jene Epoche, die als Zeitalter der Mythen bekannt ist. Mit der Zeit wurden viele Völker unter Sigmars Herrschaft vereinigt und er brachte die Zivilisation in die Reiche der Sterblichen. Viele Legenden werden über Sigmars Taten erzählt, etwa darüber, wie er Ymnok, den Großvater der Gargans, niederstreckte, die große Nagendra, die gestaltwandelnde Schlange der Reiche, zur Strecke brachte und gegen die Grünhautgottheit Gorkamorka kämpfte. Sigmar fand und erweckte viele andere Götter und schuf ein Pantheon, über das er herrschte. Städte wurden gegründet und Zivilisationen erblühten, doch die Tentakel des Chaos begannen die Geister der Sterblichen zu infizieren und Zwietracht in jedem Reich zu sehen. Sie brachten Krieg und Krankheit, Verderbnis und Zerstörung. Die Schwächen der Menschen, Duadin und Elf, erlaubten den dunklen Göttern überall Fuß zu fassen. Deren Anbetung breitete sich aus und führte zu Aufständen und schließlich zur Invasion der dämonischen Herrscher. Nach langen Kriegen und vielen Niederlagen zerfiel Sigmars Pantheon und der Gottkönig war gezwungen, sich in die Abgeschiedenheit von Azur zurückzuziehen und die Tore hinter sich zu verschließen. Aber er war nicht geschlagen, auch wenn er die Völker der Reiche der Sterblichen ihrem Schicksal überließ, um sich allein gegen die Geißel des Chaos zu behaupten, nutzte er die Zeit, indem er eine Armee für die kommenden Kreuzzüge erschuf. Gal-Maras. Die Geschichte des Kriegshammers Gal-Maras, was in der uralten Sprache Schädelspalter bedeutet, geht zurück bis in die Welt, die war. Als der Gottkönig noch ein junger Sterblicher war, erhielt er die Waffe von Anhängern Grungnis, des Machers. Gesegnet durch die mächtigsten Runenmagie wuchs der große Zerschmetterer mit der Zeit über seine materiellen Ursprünge hinaus und wurde zum Symbol einer neuen Ära. Im Zeitalter der Mythen erschlug Sigmar damit legendäre Monster und brutale Champions, zerbrachen unter der nachgiebigen goldenen Schlagfläche des Hammers. Als die Legion des Chaos sich erhoben, fiel eine Stadt nach der anderen unter dem dämonischen Ansturm. Doch gab es auch Widerstand. Es war auf der Feuerebene von Akshi, wo der Gottkönig Gal-Maras gegen Archaon und dessen Dämonenfürsten führte. Ihre versammelten Armeen bedeckten den Horizont und reichten selbst bis zum Himmel. Die Chaos-Legion hatten die Realität zerrissen und hervorquollen verfluchte Bruten ohne Zahl. So begann die Schlacht der brennenden Himmel. Während dieser epischen Auseinandersetzung wurde der Gottkönig von einem Trugbild des Zinnstadts verleitet, Gal-Maras nicht auf Archaon zu schleudern, wie er es beabsichtigt hatte, sondern in ein hexerisches Portal. Der Hammer war verloren und die Schlacht ebenso. Jahrhunderte später, als Sigmar seine Stormcast Eternals entfesselte,
war eine ihrer ersten Aufgaben, Galmaras zu finden. In Anvrok wurde der Hammer gefunden und nach einer großen Schlacht zurück in Sigmas Hand gebracht. Aber der Gottkönig hatte das Schlachtfeld hinter sich gelassen. Er gab Galmaras seinem Champion, dem göttlichen Celestian Prime. Seit diesem Tag hat die Waffe einen größeren Tribut gefordert als jemals zuvor. In Sigmas Namen. Im Laufe ihrer Ausbildung sagt man den Stormcast Eternal, es gebe nichts, was sie nicht mit Schwert, Hammer und Blitz überwältigen können. Diese Behauptung sollte aufs Schärfste geprüft werden, als Sigmas Sturm über die Reiche hereinbrach und eine Ära ständiger Schlachten folgte. Die versiegelten Portale ins Reich der Himmel waren undurchdringlich und Sigmaron blieb vor den alles erobernden Armeen in Sicherheit. Der Hunger der dunklen Götter konnte nicht gestillt werden, denn sie würden sich mit nichts anderem als jeder vollständigen Eroberung jedes Reiches der Sterblichen zufrieden geben. Die frühen dämonischen Invasionen waren entsetzlich, aber nachdem Sigma sich in Asyr abgeschottet hatte, wurden sie noch weit schlimmer. Eine tiefe, schreckliche Finsternis fiel über die Reiche, denn das Zeitalter des Chaos war angebrochen. Indem sie die Reichstore, mystische Portale, die Reisen zwischen den verschiedenen Reichen ermöglichten, angriffen und unter ihre Kontrolle brachten, schnitten die Streitkräfte des Chaos alle voneinander ab, die sich ihnen noch widersetzten, und besiegten sie. Der Reihe nach wurden die größten Zivilisationen ins Verderben gerissen. Einige fielen durch Schwert und Feuer, andere durch Seuchen oder Dekadenz und Korrumpierung im Inneren. Verzerrte Kreaturen krochen aus den Schatten, um zwischen den in Trümmern liegenden Überresten niedergeworfener Nationen zu leben und den zusammengekauerten und verzweifelten Überleben einzuflüstern, dass ihre Götter sie verlassen hatten, sie aber ihren früheren Ruhm zurückerlangen könnten. Einige der gebrochenen Menschengruppen leisteten Widerstand, doch die Mehrheit davon wurde getötet oder versklavt. Andere begannen, die Chaosgötter zu verehren, schworen dunkle Eide und nahmen an grotesken Ritualen teil. In allen Reichen reckten sich abscheuliche Monumente in den Himmel, und auf alten Ruinen wurden schreckliche Festungen errichtet. Die Streitkräfte des Chaos wurden so mächtig, dass sich die Länder selbst unter ihrem verderblichen Einfluss veränderten. Die dunklen Götter, die sich des Sieges sicher waren und doch immer nach mehr griffen, begannen gegeneinander zu kämpfen, da jeder der alleinige Eroberer der Reiche sein wollte. Ihre Macht nahm zu und ab, während ihre Pläne reiften. Khorne, der Blutgott, Nurgle, der Gott der Seuchen, und Tsinch, Meister der Zauberei, jeder von ihnen kontrollierte zahllose Lande. Slaanesh, der dunkle Prinz der Exzesse, war mysteriöserweise verschwunden, wenngleich seine Diener rücksichtslos nach ihrer abwesenden Gottheit suchten. Selbst die große gehörnte Ratte, Gott der Skaven, beanspruchte riesige Königreiche. Aber es war Khorne, der zum mächtigsten von allen wurde. Überall wüteten seine Armeen, schlachteten gnadenlos alles ab, auf die sie stießen, und überall floss das Blut der sterblichen Völker. Auch wenn seine Rachebedürfnisse hell brannten, verbrachte der Gottkönig so viel Zeit mit der Vorbereitung seines Sturms, wie er nur konnte, denn er wusste, dass er nur eine Chance auf Erlösung haben würde. Im Laufe des langen Wartens hob er so gewaltige Armeen aus, dass selbst die riesigen Hallen des Sigmaralbulums mitunter bis an ihre Grenzen gefüllt waren. Als Sigmar sah, dass die Realität selbst zu zerbrechen begann, versammelte er in großer Feierlichkeit die Legion, die er bisher geschmiedet hatte, und befahl ihnen, sich auf den Krieg vorzubereiten. Zwar gab er seinen Zweifel nur gegenüber seinen uralten Verbündeten Grungni, dem Macher, zu, doch er fürchtete, die Stormcast Eternals könnten nicht bereit sein, den großen Plan zu vollenden. Er vermutete bereits, dass der Neuschmiedungsprozess, den er entworfen hatte, um sie unsterblich zu machen, einen kleinen, aber entscheidenden Fehler enthielt. Doch vermochte er nicht zu sagen, wie dieser sich auswirken würde. Selbst sein himmlischer Weitblick war nicht unbegrenzt und er konnte nicht das Schicksal voraussagen. Aber die dunklen Götter ließen ihm kaum eine Wahl, die Stormcast Eternals mussten ausgesandt werden. Als Sigmar schließlich seinen Sturm über die Reiche der Sterblichen entfesselte, schlugen die Stormcast Eternals mit solcher Kraft gegen die Diener des Chaos los, dass die Schockwellen überall in den Landen zu spüren waren. Es begann ein neues und rechtschaffenes Kapitel in der Geschichte der Reiche der Sterblichen, das Zeitalter des Sigmar. So wie ihre Feinde es während der ersten blutigen Jahre des Zeitalters des Chaos getan hatten, schlugen die Stormcast Eternals bei den Reichstoren zu, um die Kräfte des Chaos zu isolieren. So begannen die Reichstorkriege und zum ersten Mal begann sich das Schlachtenglück zu wenden. Es folgten große Schlachten,
wie man sie seit dem roten Jahrhundert nicht gesehen hatte. Im Igneos-Delta, in den großen Dörre von Akshi, führten die Hammer auf Sigma Krieg gegen die Gottheit und Tausende starben jeden Tag. In Kamon stürmten die Stormcast Eternals in unheimliche Feste und gewannen Galmaras für ihren Herrn zurück. Lange verloren geglaubte Verbündete kehrten zu Sigmas Banner zurück, da sie durch das Erscheinen dieser neuen Kraft in den Reichen Hoffnung erhalten hatten. Unter ihnen war Alariel, die Naturgöttin Gyrans, mit ihren Silvernes-Legionen. Obgleich Nurgles abscheulicher Griff das Reich des Lebens mit Verfall erstickte, konnte Alariel mit Hilfe der Horlord Knights ihren Kriegsaspekt annehmen und zurückschlagen. Das war der Wendepunkt in der Schlacht um die Jade-Königreiche und ein großer Schlag gegen die Mächte des Chaos. Die Ankunft der Stormcast Eternals brachte die Diener des dunklen Gottes zunächst in Unordnung, da ihre dämonischen Herren von der Wucht von Sigmas Zorn überrascht wurden. Aber mit der Zeit sammelten sich die schrecklichen Armeen für einen neuen Angriff unter Archaon the Everchosen, dem größten General der Chaosgötter. Beide Seiten verpflichteten oder versklavten die als Götterbestien bekannten Tierkreismonstrositäten, um ihre Sache zu helfen. Ignax, der Sonnendrache, Behemoth, der Weltentitan und sogar Dracothion selbst, alle wurden in den Konflikt hineingezogen. Es folgten katastrophale Schlachten und die Lande der Reiche der Sterblichen wurden mancherorts für immer verändert. Die Diener des Chaos, nach einem Zeitalter des Gemetzels und der Eroberung angeschwollen vor Macht, erwiesen sich als tödliche Feinde und viele edle Krieger wurden auf dem Sturm zurück nach Azyr geschickt. Auch wenn die Stormcast Eternals im Grunde unsterblich waren, waren sie nicht immun gegen Klingen und Zaubern. Ihre Körper konnten neu geschaffen werden, aber jede Neuspielung kostete sie ein wenig von ihrer Menschlichkeit. Die Reichstorkriege erreichten ihren abscheulichen Höhepunkt, als Sigmar versuchte, von Archaons Armeen die Allpunkte zurückzuerobern. Ein Nexus von Reichstoren, der Zugang zu allen Reichen erlaubte. In einem letzten stürmischen Kräftemessen vor der großen Festung, die als die Alttore bekannt war und in der die zu den Allpunkten führenden Reichstore zu finden waren, konnte Sigmar und die Armeen der Ordnung zwei wichtige Portale zurückgewinnen. Das Genesis-Tor in Gyran und das Schwefelfeuer-Tor in Akshi. Zu einem hohen Preis eroberten Sigmars Streitkräfte wertvolle Territorien in den Reichen, gründeten neue Außenposten und errichteten Städte, die bis heute stolz bestehen. Aber diese hart erkämpften Grenzen ist alles andere als sicher. Die Heere des Chaos schlagen jeden Tag gegen ihre verhassten Feinde los. Die Grünhautstämme wurden von dem eskalierenden Konflikt zu neuen Höhen wilder Wut angestachelt und die Legionen des Nagash suchen jede dunkle Ecke heim. Unterdessen müssen sich die Sturmheere nun den Gefahren in ihrem Inneren stellen. Ewiges Leben, ewiger Tod. Sigmar hatte die dunklen Götter schwer getroffen, ihnen die Kontrolle über große Teile der Akshis und Gyrans entrissen und Enklaven der Zivilisation über den Reichen etabliert. Aber während seine Wut sich gegen die Heere des Chaos richtete, hatte er anderen finsteren Mächten erlaubt, sich in der Dunkelheit zu erheben. Während des langen Wartens, der Zeit, in der Sigmar in Azyr seine Kräfte sammelte, trainierten die Stormcast Eternals unermüdlich im Gladiatorium und meisterten die Techniken des Krieges. Sie kämpften allein, in Phalangen, in Keilformationen und in großen Schildwellen, die mehr eine Festung als eine Armee zu sein schienen. Aber die göttliche Arena, die Sigmar von Malerion, dem Schattenkönig, erhalten hatte, war ebenso eine Illusion, wie die Realität war. Und die dort Niedergestreckten starben keinen wahren Tod. Die Stormcast Eternals wurden erst wirklich geprüft, als sie zum ersten Mal in die Reiche der Sterblichen geschickt wurden. Und das gleiche galt auch für den Prozess der Neuschmiedung. Als die Stormcast auf die Chaosarmeen trafen, die zum Bekämpfen sie erschaffen worden waren, war dies nicht nur eine körperliche Herausforderung, sondern auch ein Test ihrer ewigen Seelen. Der Kunstgriff, der einen Funken der Unsterblichkeit in der Seele jedes Stormcast entzündet hatte, lag nicht jenseits von Sigmars Macht, aber es war noch nie serienweise und in so gigantischem Maßstab versucht worden. Der lange, mühsame Prozess belastete die Himmel selbst und strapazierte für eine Weile jedes bisschen der zelestischen Magie unter des Gottkönigs Befehl. Auch wenn Sigmar es nicht zugab, hatte er den großen Zyklus der Neuschmiedung nicht vollständig gemeistert, als er die ersten Wellen des Stormcast Eternals in die Schlacht schickte. Ein kleiner Samen des Zweifels in den finsteren Nächten weckte die Befürchtung, dass ihm das vielleicht nie gelingen würde.
Denn Sigmar war ein Krieger, kein überragender Zauberer wie seine Verbündeten Teclis oder ein Meister der Geister wie sein Rivale Nagash. Niemand konnte die schiere Kraft seiner Schöpfung leugnen. Aber was die Reinheit der Seele anbelangte, die in ihrem Inneren brannte, konnte selbst der Gottkönig sich nicht sicher sein, wenn er nicht selbst die Neuerschaffung überwachte. Sigmar wusste, dass der fortlaufende Zyklus aus Tod und Wiedergeburt den Sturmherrn ein Tribut abverlangen würde. Aber das hielt ihn nicht auf. Da seine große Strategie sich nicht nur über Asyr, sondern über Schlachtfelder in jedem der Reiche der Sterblichen entfalten sollte, konnte er unmöglich jeden Durchlauf jeder Seele überwachen, die in seinen Kreuzzügen kämpfte. Es war ein Mangel in seinem göttlichen Prozess, der große Betroffenheit bei ihm auslöste. So sehr, dass sein Antlitz bisweilen von den Sorgen der Reiche der Sterblichen gezeichnet und sein Haar mit grauen Strähnen durchzogen war, da das Gewicht der Ionen auf ihm lastete. Aber Sigmar ist kein Narr. Er wusste nur zu gut, dass die Gesetze des Kosmos nicht komplett an seinen Willen gebunden werden konnten, aber er würde nicht aufgeben. Ebenso wie er vor langer Zeit erkannt hatte, dass er den Krieg gegen das Chaos nicht gewinnen konnte, indem er jede Schlacht persönlich schlug und deshalb Armeen aus Helden erschaffen hatte, um für ihn zu kämpfen. Er schuf eine Legion von Stormcast Eternals speziell dazu, an seiner Stadt die Seelen jener zu bewachen, die in den kommenden Jahren so häufig neu gespielt werden würden. Ihre Pflicht war es, jeden Neuspielungsprozess zu überwachen, von den Kains der Härtung bis zum legendären Amboss der Apotheose, und sich um die Seelen zu kümmern, die diesen Prozess nicht gut genug überstanden, um sich den Sturmherrn und dem Kampf über die Reiche der Sterblichen wieder anzuschließen. Und so entstanden die unantastbaren Kammern, diese geheimnisvollsten aller Heere des Sigmars. Um diese arkane Bruderschaft zu erschaffen, nahm Sigmar die Seelen der mächtigen Zauberer und Priester von überall aus den Reichen, die sich der Geister des Chaos widersetzt hatten. Im Laufe ihrer Neuschmiedung wurden ihre Essenzen im Licht des hohen Sterns Sigendil gebadet, was ihnen einen Teil von Sigmars himmlischer Macht über die edle Seele eingab. Die Kriegermystiker der unantastbaren Kammern lernten schnell die Künste arkaner Wächterschaft. Sigmar hatte sie weise ausgewählt und sie teilten ihre Gaben und Einsichtigen freigebig miteinander, um den Prozess zu beschleunigen. Die Lord Arcanums, die sie anführten, sorgten dafür, dass die 6 Schmiede härter und schneller arbeiten konnten als je zuvor und dass selbst jene angehenden Stormcast, die von ihrer Neuschmiedung an den Rand der Vernichtung gebracht wurden, eingefangen und zurück zum Amboss der Apotheose gebracht werden konnten, um neues Leben zu erhalten. Als die Mehrheit der Sturmherren ins Gefecht zog, blieben ihre unantastbaren Kammern verschlossen. Als Mystiker und Blitzwahrsager bestand ihr Krieg darin, ihre Brüder zu schützen und sicherzustellen, dass der Makel in der Unsterblichkeit ihrer Art die größten Kriegsanstrengungen nicht scheitern ließ. Indem sie das taten, erlaubten sie den Stormcast Eternals gegen Heere zu kämpfen, die ihnen um ein Vielfaches überlegen waren. Im Laufe der Reichstorkriege hallten die Anlagen, in denen die Neuschmiedung stattfand, von geschäftigem Lärm wider. Denn selbst Sigmar hatte das volle Ausmaß des Blutvergießens eines Krieges in allen Reichen der Sterblichen nicht vorausgesehen. Jede Stunde, jedes Tages wurden Seelen auf dem Amboss der Apotheose erneuert. Die Klinge des Chaos bissen tief, während die Sturmheere wieder und wieder in den Krieg zogen. Schon bald standen die unantastbaren Kammern unter Druck, denn der Prozess der Neuschmiedung war brisant. Die Seelen, die so sehr vom Krieg oder unheimlichen Waffen beschädigt waren, dass sie nicht erfolgreich neu geschmiedet werden konnten, wie auch die, die aus der Seelenschmiede knisternd in die Stadt da draußen entkamen, konnten für gewöhnlich geborgen werden, aber nicht immer. Diejenigen, die keine physische Form finden konnten, wurden in Statuen gebunden, die die Straße der Heiligen säumten. Die wenigen, die an dieser langen Promenade entlang gelaufen sind, sagen, dass sie an der Schwelle des Hörbaren Schreie vernehmen konnten, als wären diese Monumente eher Gefängnisse als Zuflucht. Bisher hat niemand seinem Verdacht Ausdruck verliehen, denn Sigmar kann die Neugierigen nicht ausstehen und es obliegt nicht den Sterblichen, über ihn als Gott zu urteilen. Jahrzehntelang milderten die unantastbaren Kammern den Makel, den einige unter den Sturmherren einen Fluch zu nennen begonnen hatten. Zunächst zeigten nur ein paar in jedem Konklave Anzeichen, dass die Neuschmiedung nicht perfekt verlaufen war. Und wenn sie darauf angesprochen wurden, befahlen die Lord Celestans und die Lord Relictors ihren Brüdern, ihre Verdachtsmomente für sich zu behalten. Die Sturmheere konzentrierten sich auf Feinde draußen anstatt auf den Konflikt im Inneren und versprachen einander, dass sie die Wahrheit herausfinden würden, wenn die Umstände weniger schlimm waren.
Zum Glück aller lebenden Dinge wuchs ein neues Verhängnis in den Schatten, das nicht nur ihren Schicksal, sondern das des ganzen Kosmos umformen sollte. Während Sigmar seinen neuen Kreuzzug führte, war Nagash in der makabren Landschaft von Shush zugange. Der oberste Nekromant war ein uralter Feind des Gottkönigs, aber nach Eintritt in die Reiche der Sterblichen waren die beiden zu einem Bündnis gegen ihren gemeinsamen Feind gezwungen, das Chaos. Aber seither haben die Ereignisse sie wieder in den Konflikt gegeneinander geführt. Soweit es Nagash betrifft, stiehlt Sigmar von ihm mit jeder Seele, die er neu schmiedet, und das ist er nicht bereit zu dulden. Während des Zeitalters des Chaos schien Nagash die Rolle einer Spinne in ihrem Netz zu spielen, scheinbar zufrieden damit, darauf zu warten, dass die Seelen der Toten die Domäne betraten, die er für sich beansprucht hatte, und ohne Anzeichen auf Bestrebung, die anderen Reiche der Sterblichen zu erobern. Für Sigmar, der stets auf den Krieg gegen die dunklen Götter konzentriert war, war das ein annehmbarer Status quo. Aber in Wahrheit waren Nagash Ambitionen nicht so bescheiden. Er weitete seine Domäne in hunderte verschiedene Unterwelten aus und stürzte oder verschlang ihre geringeren Gottheiten. Seine Legion aus Knochen, totem Fleisch und Geistern wurden so zahlreich, dass selbst die Fürsten des Chaos, die so viele Länder der Toten erobert hatten, Schwierigkeiten hatten, ihn aufzuhalten. Und wann immer Nagash seine Macht gegen die dunklen Götter einsetzte, konnte Sigmar nur gewinnen. Aber in den Plänen des Herrn des Untodes waren diese großen Kriege nicht mehr als Finden. Seine wahre Absicht sollte noch größere Auswirkungen haben. Wie in den anderen Reichen der Sterblichen sammelte sich der Reichstein von Shish am Rande in den größten Konzentrationen. Über die Jahrhunderte hinweg arbeiten Nagashs Kräfte unermüdlich, um den Königen Reichstein von Shish zu Nagashs Schlupfwinkel Nagashizar zu bringen. Indem er diesen Grabsand in der intensiven Hitze seiner dunklen Magie schmolz, errichtete Nagash gläserne schwarze Monolithen und große Pyramiden. Sigmar und die anderen Götter der Ordnung betrachteten dies als ein Werk des Eitels, typisch für jemanden, der so monoman war wie Nagash. Aber diese Gebilde hatten einen düsteren Zweck. Erst als die Vorzeichen des Untergangs und des Leids durch die Realität zu hallen begannen, erkannte der Gottkönig das Ausmaß von Nagashs Plänen. Auch wenn er rasch reagierte, war es zu spät, um das finstere Ritual aufzuhalten, das in Shish ablief. Indem Nagash den shiashischen Reichstein in solchen Mengen zusammengetragen hatte, gelang es ihm, die magische Polarität des Reiches umzukehren. Dieser große Akt kosmischer Beeinflussung sorgte dafür, dass Magie ins Herz des Reiches Staat an seinen Rand gezogen wurde. Dies zerrte langsam alle Unterwelten Shishs und Nagashs Schlupfwinkel zu, und ihr ultimatives Schicksal war, in die reinste shianische Magie zermahlen zu werden. Schlimmer noch, die explosiven Folgen dieses großen Zusammenbruchs führten dazu, dass sich eine Welle des Untodes durch den Äther in die anderen Reiche ergoss. Die epochenzerschmetternde Explosion, die von Shish ausging, trug die Geister der Toten mit sich, entlang dem unermesslich dünnen, silbernen Strang, der sie miteinander sterblichen Überreste verband. Fuhr jede Seele zurück in ihren Leib und trat als verdrehter Nighthound-Wiedergänger aus dem Grab ihrer früheren Ruhestätte hervor. Dieses Nekrobeben setzte Millionen und Abermillionen räuberische Geister frei, und Nagash stand der Weg zur ultimativen Eroberung weit offen. Durch diesen einen verheerenden Akt wurde Nagash so mächtig, dass er alle Reiche der Sterblichen für sich beanspruchen konnte, und die Kräfte der Ordnung fielen vor dem Wirbelsturm des Untodes, ebenso wie die Anhänger der dunklen Götter und die wilden Stämme Gorkamorkas. Doch gab es auch Widerstand gegen Nagash Legion. Sigmar argwöhnte seit einiger Zeit, dass Nagash nicht damit zufrieden wäre, den Aufstieg der Ordnung zu dulden, und insgeheim hat er eine Gegenmaßnahme gegen die untote Invasion begründet. Eine Sorte Krieger mit ausreichend Wissen über das Übernatürliche, genug Macht über ratlose Geister und in ausreichender Zahl, um Nagash davon abzuhalten, alles zu verheeren, wofür der Gottkönig gearbeitet hatte. Dies waren die Kriegermystiker der unantastbaren Kammern. Nach dem Nekrobeben wurden Sigmars arkane Legionen auf gezackten Blitzschlägen aus dem Himmel ausgesandt. In den folgenden Tagen erwiesen sie sich als entscheidend im Kampf gegen die Heere der Nighthounds, die sich über die Lande gegossen. Aber Sigmars Taten hatten ihren Preis. Da die unantastbaren Kammern nicht länger über den Amboss der Apotheose wachten, hinterließ die Erfahrung der Neuschmiedung Spuren an immer mehr Stormcasts. Doch es gab noch Hoffnung. Auch wenn wenige es wussten, hatten die unantastbaren Kammern noch eine zweite große Aufgabe, eine Lösung für den Makel des Neuspielungsprozesses zu finden, selbst wenn sie sich dafür an die finstersten Orte wagen mussten.
Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann verpasst nicht mein nächstes Video. Ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Eye of Terror.